Jo, hier bin ich wieder auf meiner schleimigen Schleimrenn. Ich habe mir jetzt mal gedacht, ich werde erstmal Geld so lange sparen, bis ich mir das Silo kaufen kann. Aber ich gucke erstmal ja nach der Post, die ich bekommen habe. Mein kleiner Kaktus. Steht draußen auf dem Balkon. Hallei, ja. Das ist gar nicht so wichtig hier. Hat ja gar nichts mit dem zu tun, was ich hier machen muss oder so was. Na gut. Mir geht's gut, danke. Was haben wir hier? Willkommen zur Weite Tauschbörse. Gut, ich muss immer wieder gucken jeden Tag, ja. Gut, das weiß ich ja schon. Denn die Börse habe ich ja auch letztes Mal schon gesehen. In der ersten Folge. Okay, dann gehe ich wieder raus hier. So. Okay. Hilf mir hierbei aus und ich stelle sicher, dass du bekommst, was dir geschuldet ist. Okay. Ich brauche 4 von den blauen, 3 von diesen komischen Hühnern und 2, was soll das sein? Erdbeeren? Ha. Also Hühner habe ich ja hier. Das ist ein altes Huhn. Das ist braun, aber das ist weiß mit dem roten Kamm oben drauf. So, der geht ja nicht. Nein. So, rein mit dir. Dann brauche ich hier die roten. Und die roten Kamm. Kommst du her? So, ich gucke nochmal zur Sicherheit. Ich mache das hier ja zum ersten Mal. Mit der 1000, genau. Also mit dem Ding da. So. Gleich zwei auf einmal eingesaugt, das ist gut. Schockwelle. Gut. So. Drei, nee, 4 blaue und 2 von den roten. Also die Erdbeeren oder was das sein soll. So, erstmal hier gucken, was ich alles ansaugen kann. Hä? Der hat einen Köder gemacht. Den gibt dir mal her. Da ich ja erstmal genug von den roten habe, versuche ich erstmal von denen da die Köder zu bekommen. Da ist noch ein Haufen. Gut, ein bisschen Futter mitnehmen. Sowas müsste das auch mal in echt geben. Wenn du draußen bist mit einem Hund und so, nimmst du einen Sauger mit und dann plopp, saugt er den ganzen Ködel an. Du brauchst kein Papier und so. Und mit dem Sauger kannst du dann halt die Ködel irgendwo wieder ausspucken, wo es halt ja dafür gedacht ist, sag ich mal. Blub, blub, blub. Da kommen die Schleimi aus dem Boden einfach raus. Die Regenwürmer. So, hier haben wir Köder wie du. So. Sieht auch richtig aus hier so im Wilden Westen und so. Mit dem Bretterzaun und
Das auch noch. So, da geht eine Karette vorbei. So, da wieder jemand einen Köder gemacht. So, 20. Das war's anderes. Na, hat der von gefressen. Da war der schneller. Mist. Na gut. Nächstes Mal. Hier sind auch so komische Pilze. Nee, die sind zwar blau noch auf Dach. Ja. Das sieht so groß aus, aber gut. Komm her. Zwei. Ich glaube, der ist so groß. Boah, hier sind die. Boah. Hilfe. Mehr von den Dingern haben, dass man mehr Platz hat zum Einsammeln. Aber man kann ja noch irgendwie was kaufen hier. So, warte mal, ich habe immerhin drei von den blauen. So, einer fehlt noch. Das rote ist nicht das richtige. Gut, keine Pogo-Frucht hier. Blub, da fress. Hat blub geködelt. Ach, Karotten könnt ihr haben. Mal gucken, was kriege ich denn für die roten Ködel hier? 10. Ach, das ist aber wenig. Das ist mal was mehr. Was soll denn das sein? Die Erdbeeren oder was? Und genau wie die Hühner da, die brauchen irgendwelche, weiß ich nicht, Krabbelkäfer oder was da. Das habe ich auch noch nicht gefunden. Wo kriege ich denn die Krabbelkäfer her? Irgendwie aus einer Höhle oder was? Die noch nicht freigeschaltet. Ui. Hier sind auch nur die roten, ne? Und so ein Katzenschleim. Eine. Kleines Küken. Ist entzücken. Ba, 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 ba.
Also sich da Höhlen oder andere Ecken da, die kosten verdammt viel Geld hier. Das ist wie das dann ist, wenn man das Silo da hat, wie viel man da noch mal extra sammeln kann. Man kann von diesem Köhlhaufen da immer 20 mitnehmen. Ob man da irgendwie auch alles rein tun kann, auch mit so Karotten oder was, weiß ich nicht, oder nur Haufen, sag ich mal. Ja, da ist wieder so ein Böser, weg da aus dem Weg. Stachelslein. Da haben sogar die Roten an, obwohl die so groß sind. Ah, ah, da kommen die Bösen. Ah. Die hauen ab. Ich hau auch lieber ab von diesen komischen Dingern, die kriege ich so noch nicht kaputt. Jupp. Die breiten aufeinander. Alter, sind hier viele von den Schwarzen. Da wieder eine Frucht gesammelt. Ja, ja, ja. Quack, 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 quack. Schöne bunte Farben haben die, wenn die kaputt gehen. Was habe ich denn hier bei der Brücke? Hoppala, die sind auch böse. Aua. Aua! Ui, einer habe ich da auch nicht gefallen. Aua, Mann! 35. Nee, vorher kann ich nicht ansaugen. Das wäre ja was. Das ist eine Holzkiste. So, warte mal. Bam. So, war das bekommen? Nee, das hier ist eine Tür. Ich weiß egal, was ich da mache. Die Pokémon. Oh, hier Karotten habe ich weniger. So. Das hier ist eine Herzrübe. Ha. Da brauche ich einen Schlüssel für. Na toll. Und wo kriege ich den? Tja. Herzrübe. Die ist auch rot. Genau wie die andere Frucht. Die ist auch rot, aber dass die richtige ist. Herzrübe, Rübe, Rübe, Herzrübe, Rübe, Rübe. Upsala. Ich habe das 16 Uhr bei mir, Nachmittag. Mir wird so langsam wieder dunkel. Es regnet auch ein wenig. Ganz wenig regnet es, sieht man kaum. Ja, ich sehe noch einen Vogel im Baum. Ja, und heute ist der 26.01. Genau. Bam, 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 bam. Das macht ein anderer Köhl, guck mal. Der leuchtet so schön. Aha. Phosphor. Das ist noch einer. Das machen die Großen hier, die da leuchten.
haben die ganz Großen hier auf sich, die eigentlich nichts machen, nur da rumstehen in der einen oder anderen Ecke und die machen nichts. Ha, das muss ich auch noch rausfinden. Vielleicht haben die einen Schlüssel oder keine Ahnung. Tja. Okay, gehen wir ziemlich doch runter. Haha. Da noch ein Blauer. Aber ich kann ihn gerade nicht einsammeln. Ich müsste dann die Katze loswerden. Aber ich will erstmal. Brennen alle roten Deiße nach dem Stein. Die haben Hunger. So. Phosphor gib mir. So. Habe ich schon über 500. Und dieses Silo, weiß ich jetzt gar nicht, kostet 450 oder so was. Nee, das sind eckige. Ich habe da keine eckige Bären hier. Nur wo mache ich denn das Silo hin? Nope. Erdrüge ist es nicht. Sowas wie Erdbeeren würde ich sagen. Die fressen ja nur Fleisch, die Hühner. Dann habe ich die Dinger hier rein. Gucke mal wegen bei Container und dann hier Silo 450. Guck mal, kann ich ja kaufen. So, dann habe ich schon hier das Ding in Reserve. Also, da kann ich dann die Dinger reinhauen. Aber wenn dann an der Börse wieder viel zu haben ist, da was man dann kriegen kann, dann. Kann ich die Dinger da reinhauen, kriege ich mehr, als wenn ich die jetzt da reinhauen würde. Wenn man jetzt dieses Feld hat, weiß ich nicht, ob man nur ein Feld machen kann in Rot oder ob man dann sozusagen alle Felder in Rot machen könnte. So, mal gucken. Irgendwo war ja noch ein Blauer. Gibt es noch einen Blauen? Hol mal Blau her, her. Hol den Blauen her, her. Weg mit den roten Schlangen, da habe ich genug dran. Da ist ein blauer, aber der hat keine Stacheln. Wenn der jetzt einen roten Ködel bekommt, dann wird er auch rot, der blaue. Dann leuchtet er. Das muss ich auch noch ein bisschen rausfinden hier. Wie kann man die jetzt in was verwandeln und so weiter? Wann wird ein kleiner Blauer, der noch keine Stacheln hat, zu einem Stachelblauen? Nee. Hier sehe ich wohl keinen Blauen mehr. Die kommen wohl nicht so auf, wa? Es ist ein Blau. Nee, kannst du zum Leuchtködel-Ding. Ein Mietsplot, okay. Wieder mal ein neuer Haufen. Ach ja, aus Haufen Geld machen, das ist ja. Das möchte ich auch gerne. Da gehe ich dann mal schön auf Toilette, mache einen Haufen, schöne dicke Wurst und mache daraus dann Geld.
Ah, Vorsicht, da kommen die Quarks gebunden Teerdinger wieder. Ja, habe ich erstmal ein Silo. Moment, den blauen, den brauche ich doch noch. Ach Mensch. Ich wollte die Dinge doch gerade. Naja. Jetzt muss ich wieder warten. Ach Gott. Na schön. Dann gehe ich erstmal zurück. Das ist ein großer roter. Wie für die Mietdinger? Die hole ich mir später. Da brauche ich dann auch noch ein Gehege für. Da sind diese wieder. Und die kommen auch ja sofort an, wenn die einen sehen. Oder riechen, oder? Keine Ahnung. Kiki. Jetzt komme ich da nicht hoch oder sowas. Ah, auch eine rote. Die rote Ebene. Haha. Naja, ich könnte ja jetzt langsam mal so zum Fluss hier kommen. Ich laufe da noch mal kurz zurück, um noch mal zu gucken hier. Wie das ist jetzt mit dem Silo. Was würde ich jetzt normalerweise dafür bekommen? Bei den einen geht es auch runter. Nee, das ist nix. Na gut, dann schaue ich mal. Nee. Wird nicht angenommen, weil das Ding da eingerahmt ist, ne? Warte mal, noch mal einsammeln. Hallo? Einmal drücken. Ah ja, hier ist es wieder leer. Also, das nächste. Und dann muss ich wieder... Und dann kommt der rote wieder. Drei Felder, drei Kästchen oder wie auch immer, wo ich dem wieder was Neues reintun kann. Na gut, dann bedanke ich mich erstmal. Was ich dann hier nächstes Mal weitermachen kann. Und dann, ja, bis zur nächsten Folge, ne? Macht ihr einen schönen Tag, schönen Abend und was auch immer. Und dann sage ich, bye bye.